Es wird wärmer und wir finden es nett. Es wird kälter, dann bleiben wir doch einfach im Bett. Die Erde wird trocken und wir bleiben einfach hocken. Leute, wacht auf, anstatt im Starren zu verwahren und blöd herumzuzetten und zu zocken. Es riecht sauer und bitter, denn es kommt gleich ein Gewitter, das die ganze Welt untergeht. Wir werden alle davon geweht, wie der Wind. So geschwind ist der Wandel, der uns einholt. Die Meere werden sauer, der Boden brauner, der Himmel immer grauer. In 10 Jahren werden alle Korallen bleichen. Warum muss alles vor uns weichen? Das müssen wir von der Geschichte streichen. Hey, was redest du da? Das ist doch Schnee von gestern. Nein, unsere Erde und Tiere sind unsere Brüder und Schwestern. Der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen, die uns nur die Wirtschaft klauen wollen. Das Klima können wir doch einfach vergessen. Die Erde wird schon irgendwie genesen. Aber in Wahrheit ist es schon bald gewesen. Die Kohle ist, was dahinter steckt. Sie gibt Energie und heißt auch Geld, welches uns einfach so gut gefällt. Das Problem ist leider nicht spürbar und deswegen nicht ausreichend berührbar. Was uns betrifft, ist wichtiger. Die Umwelt und Artenvielfalt der Tiere ist nichtiger. Von mir aus können wir sie schon verlieren, rasieren und radieren. Sie werden kollabieren. Bauen wir lieber eine Mauer, die uns hoch und wie ein Schauer vor den Terroristen und Dieben besser schützt. Nein, das ist doch beschissen, ihr Kapitalisten. Gesunken sollt ihr sein, ihr Galunken, die glauben, Flüchtlinge wären nur Diebe und Terroristen. Sie haben ihr Leben verloren und möchten wie Menschen geborgen werden. Ach geh, wir haben doch andere Sorgen. Die nehmen unsere Arbeit weg, passen sich noch dazu nicht an und fressen auf meinen hart verdienten Speck. Die Vielfalt in der Welt ist, was uns fasziniert. Doch trotzdem bleiben wir okkupiert. Kommunizieren mit Menschen und Tieren, das ist möglich. Aber ja, wir sollten kooperieren, statt zu demolieren. Nächste Folie. Aber tja, Politiker sind Kritiker und oftmals auch Pessimisten. Kein Wunder, dass sie es nicht besser wissen und gierig mit offenen Schnabeln das Geld aufgabeln. Idealistisch, futuristisch, ja, das ist optimistisch. Denn die Erde ist wie eine Scherbe, unübertrefflich, aber auch zerbrechlich und zerstechlich. Sie funkelt und begeistert uns mit ihren unzähligen Wundern, aber wir schundern und beuten sie aus. Es geht um die Zukunft unserer Kinder. In ihrer Eleganz und Bravour ist sie für uns nur eine Drecksspur oder Müllabfuhr. Es geht um die Zukunft unserer Kinder. Drum bitte, lasst es uns doch verhindern.
Manchmal denke ich mir, wir sollten gar nicht da sein, denn wir sind sicherlich kein Sparschwein. Wir geben aus und hauen den Rest raus. Müll gibt es zuhauf, drum schmeiß es einfach drauf. Deswegen bitte ich euch, erzählt mir eure Geschichte oder schreibt Gedichte, damit wir die Argumente dieser Wichte zunichte machen können. Da bitte ich euch, schaut an, mein Projekt, noch ist es klein und sehr versteckt, Tell Your Story Project auf Instagram, Website und Facebook. Redet, die Welt sei gesegnet, denn positiv ist produktiv und negativ ist ein großes Tief. Die Welt ist besser, als ihr denkt, aber dennoch machen wir sie schlechter, wenn kein echter Mächtiger so verächtlich wäre. Wir brauchen einen Wandel, der die Welt verändert. Einen Wandel in uns. Lasst uns zusammenkommen. In Wahrheit sind wir doch alle gleich, also abgesehen von Arm und Reich. Wir kämpfen für eine gerechte Politik und wir marschieren und marschieren. Wir können nichts verlieren. Die Gegner können sich's in die Haare schmieren. Denn wie im Nu ist eine Ruhe von Ungerechtigkeit. Lasst es doch sein, so wie ein Schwein, dir so viel Fleisch reinzugreien. Denn die pfurzende Kuh schießt Unmengen Methan in die Atmosphäre. Und die Landwirtschaft braucht viel CO2. Eieiei. Futtermittel, das den Regenwald killt. Palmöl, Bäume mit blutigen Armen. Die Bevölkerung ist auch noch das, was anschwillt. Ist das wirklich, was du willst? Da muss ich mir nur den Kopf schütteln. Wir müssen die doch endlich wachrütteln. Es ist eine Krise, die Wiese und unsere Existenz bedroht. Ui, das tut wirklich weh. Es schmerzt nur so im Herz. Denn die Landschaft und die Tiere haben so eine Verwandtschaft. Doch trotzdem stecken wir sie in Quartiere. Wir werden's noch bereuen. Drum lass dich nicht scheuen. Es ist 5:12. Klima, Erde, bitte vergib mir. Konsum, Müll ist auch von mir. Keiner ist perfekt. Der innere Schweinehund ist zu überwinden. Ich mache das jetzt zum ersten Mal und kann weder dichten, Rechtschreibung noch reden, aber egal. Verlässt eure Komfortzone. Dann wird man belohnt und in der Welt kann was Schönes entstehen. Folge deinen Träumen. Lebe wie eine Eintagsfliege. Mach das, was du tun würdest, wenn es kein Geld gäbe. Du kannst alles erreichen. Helfen macht Spaß. Helfen macht ganz und gar glücklich. Danke.